Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme vom Landwirtschaftssimulator. Wir sind ja beim letzten Mal dabei stehen geblieben, das hier abzuenden. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist oben links ein anderes Symbol. Und ich kann immer drücken. Ich weiß nicht, ob man das hört. Und zwar, ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, mein Lenkrad anzuschließen. Und Leute, ich muss mich ein bisschen eingewöhnen, aber das ist so viel geiler, mit dem Lenkrad zu spielen. Ich sag's euch, ne? Wer die Möglichkeit hat, kauft euch ein Lenkrad. Aber wenn man hier drauf drückt, ist alles weg. Da. Das müsste eigentlich laufen. Rein theoretisch. Hier noch was dann drin? Ja, tue ich. Mach ganz kurz Terminat rein. Und dann fahren wir hier ein bisschen. Und ich, also Lenkrad ist einfach nur göttlich dabei. Muss ich echt sagen. Mir macht es mit Lenkrad viel mehr Spaß. Einfach so geil ist hier mit zu steuern, weil man immer ein bisschen lenken kann. Ich glaube, ich habe die Dead Zone jetzt auf 6%. Aber im Lenkrad kann ich es eigentlich auf 0% überstellen. Damit ich direkt den Lenkeinschlag habe, wenn ich ein bisschen was mache. Schon auf 83%, alter Schwede. Nur kurz erinnern. Da war nichts. Auf dem D-Pad. So. Hier den Thermomat raus. Mal kurz hier rum. Gucken, wie schnell wir das hier wegkriegen. Ich will möglichst schnell einen großen Drescher haben. Nur den großen Häcksler. Das würde uns sehr viel, das wäre sehr viel angenehmer. Aber der kostet nun mal ein bisschen Geld. Ein bisschen viel Geld. Aber 20 Tonnen für 3000 Euro. Sind wir schon mal. Ja, 20, 40, 60 Tonnen. 30.000. Geht eigentlich recht schnell. Und bei Silage sammelt sich mal eben ein paar Tonnen. Die Reihe mal jetzt noch zu Ende. So, Geräteauswahl wechseln wir hier jetzt. Plan schließen auf Y ist da und in der Innenansicht. Link habe ich auch drin. Kann ich hier schön herfahren. Also es macht schon deutlich mehr Spaß. Und warum das Ding gerade so am Zittern ist, weiß ich nicht. Oh, es ist angenehm wieder mit Lenkrad zu spielen. Ich weiß, ich schwärme gerade ein wenig viel, aber es ist so göttlich. Was? Oh. Ernsthaft?
Hol dich gleich her. Das hat doch keinen Sinn. Probieren wir es hier vorne. Was ist das, was ich sehe? Oh, geil. Mit Rampe davor, ja. Endlich hat mal wer mitgedacht. Ich hoffe nur, ich kriege möglichst schnell den großen Häcksler. Was kostet der denn? 400.000. Ja. Weil ich das nicht antun will, wie ich da langsam und öde den Mais wegmache. Werde ich jetzt noch zwei, drei Bäume fällen und direkt wegmachen. Das lasse ich aber nicht drin, weil es langweilig ist. Würde ich sagen. Sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich 400.000 habe. Oder mit einem großen Häcksler. Das Ding nervt mich hier gerade. Komm schon. Ah. Ja, bis gleich. Oh, war das nicht eine perfekte Drehung. Ich habe ganz vergessen, was zu sagen, als ich wieder angefangen habe. War vielleicht ein bisschen langweilig. Entschuldigung, ich war irgendwie noch so im Einzelspieler-Modus drin, ohne zu kommentieren. Und wir sind hier gerade am Ernten. Das geht richtig ab mit dem Ding. Zieht da erstmal bitte rein. Und schwuppdiwupps, haben wir die 100. Bleibt sie hier auf? Nee, hier bleiben. Kann das schließen. Was cool aussieht. So, ein bisschen Gas geben.
mal sagen, das nächste, was wir uns noch kaufen werden, ist dann ein großer Trecker. Da ist doch mal Zeit wieder für. Aber auf jeden Fall ein Lamborghini mit breiten Reifen. Ich habe den mal getestet. Die Reifen sind ziemlich breit. Ich war mir erst nicht sicher, ob sie vielleicht zu breit sind, aber wenn man ein bisschen damit gespielt hat, gewinnt man sich da auf jeden Fall dran. Sind auf jeden Fall richtig breit. Mit der schönen Power. Dass wir damit richtig cool was machen können. Ich hoffe. So, gut. So, hier rein. Da war es klar. Sehr schön. Ich muss mal gucken, dass wir ein schön großes Feld holen. Dann werden wir auf dem oberen Mais machen. Das kann schon abgehen. Kann ich mal gucken. Dass ich mir eben einen Schnapper. Den hier mal so. Jedes Mal. Jedes Mal. Das war nicht das Ganze geplant. Ist so eigentlich anders geplant, aber. Jolo Cabolo, ne? Komm schon, bitte. Geh, stell dich auf. Los. Ach, komm schon. Das Gewicht. Man muss das Ding auch umkippen. So. Jetzt habe ich es. So gut. So. Einmal den Helfer bitte rein. Sehr gut. Mal eben das Feld fertig, das dürfte eigentlich nicht allzu lange dauern. Aber noch gut was an Weizen zu machen. Ich finde, LS ist ein Spiel, das muss man eigentlich fast zu zweit spielen. Weil man alleine kaum Zeit hat, um die ganzen Felder zu bewirtschaften. Weshalb es zu zweit einfacher, spaßiger und angenehmer ist. Vielleicht solltet ihr auch mal humanere Termine zum Aufnehmen festlegen, als den Tag vorher um 11:30 Uhr abends. Ich weiß ja nicht. Mir passt das immer ganz gut in die Uhrzeit. Irgendwie den anderen nicht so was. Eigentlich müsste ich so jeden Sonntag 4 Stunden lang aufnehmen. Wohl 15 Minuten, das hieße 7 mal 15, 4 mal 15 ist eine Stunde. Heißt, wir werden so bei 2 Stunden bei 15 Minuten Videomaterial. Danke. 2 Stunden aufnehmen am Stück. Dann wäre ich durch. Für die Woche. Jetzt die große Masterfrage. Erkennt er, dass hier eine Kurve ist? Ja, tut er. Er sagt nicht, nur hier geht es nicht weiter.
Perfekt. Hier ist sehr geil. So muss das laufen. Wir kriegen hier echt gut was zusammen. Ich würde sagen, auch so zwei Wagenladungen. Boah, das sind dann auch mal eben vier Wagenladungen. 80.000, 80, 240.000. Also, damit machst du echt gut Geld. Muss ich schon sagen. Was ich noch kaufen wollte. Das wollte ich auch noch einen zeigen. Das hier. Mega cooles Teil. Ich muss mal gucken, wo ich die hinstelle. Ich glaube. Hier gefällt mir ganz gut. Ja, so gefällt mir. On powern. Ich bin noch fast wieder voll. Ich sage, fahren wir erst eben. Also es geht echt ruckzuck, immer eben zack zack durch hier. Das ist unglaublich. Also sehr viel angenehmer als das, was wir vorher hatten. Mit dem ewigen Hin- und Herfahren. Nach einer halben Stunde hast du dann so ein Anhänger voll. Nee, das geht nicht. Das ist das hier doch deutlich besser. Und beim nächsten Mal bin ich auch nicht so verplant und nehme direkt beide Anhänger mit. Das wäre vielleicht auch mal so eine Sache. Damit es ein bisschen schneller gehen könnte. So mit einem doppelten Inhalt. Ich vertausche die Tasten echt jedes Mal. Jedes verschissene Mal. Wie viel Prozent war, haben wir jetzt hier? Oh ja. Da passt gut was rein. Da passt so, ja, 600.000 rein. Schon ordentlich. So. Fahren wir wieder zurück. Davor müsste ich ihn echt so lenken. Mann, sieht der scheiße aus. Nee, lieber so. Viel angenehmer. So ein Lenkrad. Ich weiß auch nicht, dass Lenkrad mag. So. Zähl mal rum. Und fahren. So ist es gut. Ja. Ich würde sagen, wenn wir noch einen Anhänger vollbringen, bringe ich den letzten Rest hoch. Und mache daraus wieder Silage für die Kühe. Ich brauche nicht auch was. Brauche nicht ganz so viel Gras. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich weiß noch nicht, ob ich Mischfutter in den normalen Anhänger packen kann. Oder wie ich das dann transportieren soll.
Das ist noch ein wenig rätselhaft. Du drehst jetzt. Und so. Und mich zurückfallen lassen, damit ich wieder ungefähr vielleicht daneben stehe. So ist gut. So kann er direkt hier reinpacken. Ja, da kommt einiges zusammen. Einiges. Das ist so viel angenehmer mit dem Häcksler. Ich kann es nur so oft sagen. So, jetzt sind die große Frage, ob er sie abschaltet oder nicht. Okay, er macht es. Er tut es. Oh nein, er tut es. Der lässt sich auch so butterweich fahren, der Häcksler. Wenn ich ein Auto herfahren würde. Okay. So. Und fertig. Und jetzt daneben her. Irgendwas wird jetzt noch der hier und dann noch so ein halber vielleicht. Und den halben bringe ich dann hoch, damit ich wieder was für die Kühe habe. Ist eigentlich gar kein schlechter Plan. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie nicht gedüngt wurde. Eigentlich schon. Da kommt so ein bisschen weniger Trag. Besorgen. Wird schon nicht sein. So, und wieder runter. Ein altbekannter. Oh, mein orangener Saft ist leer. Ich will jetzt noch eine zweite Flasche haben. Aber. Bah, hab sie. Da ist sie. Ja. Kommst jetzt wohl herum? Geht doch. Jo, falsches Pedal, hätte ich mal fast gesagt. Deswegen soll man beim Fahren auch nicht trinken oder so. Es geht nie gut. Brems auch gut. Oh, das ist gut. Ich hab da unten gedrückt. Oh, egal. Ach, scheiße. Müssten 10 oder 15% sein. Ich hoffe mal 10. Doch, es waren 10.000, meine ich. 10%, damit es zumachen kannst. Weil so ein riesiges Silo, so ein riesiges Silo hast, das einfach nicht voll kriegst, das ist auch so ein bisschen ein Problem. So. Dann? Natürlich nicht. Was ein Rowdy. Tränker schnell oder schmutzig. Wie geht's dem hier? Ach ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit.